Großer Bahnhof für das iPad. Wie hier in New York inszeniert Apple den Verkaufsstart seines jüngsten Kultobjekts in den USA. Das iPad soll eine neue Klasse begründen zwischen Computer, Zeitung, Buch und Handy. Ein Journalist aus Bayern sichert sich das allererste Gerät. Mal sehen, ich will's erst mal testen. Ich hoffe, es erfüllt die Erwartungen. Ich hoffe, dies ist die Zukunft. Ich gehe erst mal heim und spiele damit statt mit meiner Freundin. Das iPad soll den Alltag seiner Nutzer revolutionieren. Die Bedienung läuft komplett über den Bildschirm. E-Mails und Texte schreiben geht damit ebenso wie Filme und Fotos betrachten, im Internet surfen oder Zeitungen und Bücher lesen. Man kann Bücher ansehen und kaufen, es ist eine echte Konkurrenz zum Amazon Kindle. Dabei hat das iPad aber einen Farbbildschirm, das ist eine ganz andere Leseerfahrung. Eigentlich gibt es schon Smartphones, die auch E-Mails beherrschen, kleine Player für Musik und Videos und Netbooks, die alles beherrschen. Skeptiker halten das iPad für überflüssig. Ich habe einen iPod. Für mich wirkt es wie dasselbe in größer. Doch in der heutigen Gesellschaft ist kleiner gefragt, nicht größer. Das iPad hat technische Begrenzungen, die manchen Hightech-Fan ärgern. Doch Computerfreaks melden umgehend, dass sie auch die geknackt haben. Bis zu 2,5 Millionen iPads könnte Apple in den nächsten 3 Monaten verkaufen. Noch mehr als beim ersten iPhone. In Deutschland soll das iPad ab Ende April zu haben sein.